Willkommen zur Heute-Show. Buonasera. Kinder, ich mach's doch gern. Vielen Dank. Buonasera. Danke sehr. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur Heute-Show. Was für eine Woche. Ja. Wollte einfach mal anders reinkommen. Hab gemerkt, dass man damit Mörderquoten holt. Wir müssen sich vorstellen, wir machen uns hier jede Woche aufs Neue einen Kopf, wie wir diese halbe Stunde sinnvoll füllen. Und ARD und ZDF zeigen zwei Tage am Stück live einen Schornstein, meine Damen und Herren. Einen Schornstein! Kann ich doch zu Hause aus dem Dachfenster gucken. Gut, wahrscheinlich bin ich nur ein bisschen neidisch als Protestant, denn meine Langweilerkirche hat einfach keine Ahnung von einer guten Show. Ich bin im Grunde eher so wie der Typ hier, wenn Sie mal genau hinhören. Wissen Sie denn, was der weiße und der schwarze Rauch bedeutet? Nein, das weiß ich nicht. Ich rauche doch nicht. Sehr vernünftig, guter Mann. Besser ist das. Pass mal auf, der Trick bei dieser ganzen stundenlangen, tagelangen Schornsteinberichterstattung ist ja, wenn man den Zuschauer zu Hause stundenlang gelangweilt hat und auch die Leute unten auf dem Platz, dann reicht der kleinste Funke, das kleinste Ereignis und alle rasten komplett aus. Wir sind jetzt seit Montag herunter. Montag in Rom. Es ist wirklich weißer Rauch. Es ist weiß. Es ist ganz toll. Großartig. Habemus Papa. Sensationell! Es kommt Rauch aus dem Schornstein! Ich dreh durch! Ich werde narrisch! Ja, nein, man soll sich ja freuen, das ist ja völlig richtig. Der Witz ist nur, die meisten kannten den Neuen ja gar nicht, als der da rauskam. Ja, da ist er! Wer ist das? Keine Ahnung! Yay! Ne? Was für Akzente wird dieser neue Papst nun setzen? Was unterscheidet ihn von seinem deutschen Vorgänger Benedikt? Der ist nicht so sexualitätsbesessen, wie es vorher war. Er hat einmal gesagt, hier in Rom will man alles in ein Kondom einpacken. What? Sexualitätsbesessen? Ist der Ratzinger deswegen zurückgetreten? Oder was ist denn? Papst Franziskus heißt der neue Mann. Viele haben sich gefragt, im Ausland sagt man ja Francis, warum nicht Franz? Warum nicht Franz? Ganz einfach, Franz, das wissen Sie, steht im Deutschen für Leute, die bei der FC Bayern Weihnachtsfeier auf dem Kopierer, ist ja auch egal. Der erste Papst, Franziskus, ist der erste Papst aus Lateinamerika. Sein Thema ist der Kampf gegen die Armut, schon mal gut. Wie ist er sonst so? Er gilt als bescheiden, er ist ganz bescheiden. Bescheiden. Er bleibt bescheiden. Bescheidene Art. Bescheidenheit. Er ist ja sehr bescheiden. Ein bescheidener Mensch. Die Demut, die Bescheidenheit. Sie haben es gerade gehört, er gilt als bescheiden. Ja! Weiß ja nicht, was bei Ihnen hängen geblieben ist, aber ich habe das Gefühl, er ist sehr bescheiden, meine Damen und Herren. Nein, ist er wirklich. Der Mann fährt regelmäßig mit dem Bus. Der ist auch am Abend nach seiner Wahl mit dem Bus gefahren in Rom. Der kauft alleine im Supermarkt ein. Ich finde das super, ganz ehrlich, ohne Ironie. Dennis Knossalla ist der erste Reporter weltweit, der es geschafft hat, diesen neuen und doch so sehr bodenständigen Papst in seinem Alltag zu begleiten. Meine Damen und Herren, ich befinde mich hier in der Linie 9 der vatikanischen Verkehrsbetriebe. Aber dies ist nicht irgendein Bus, denn zusammen mit den anderen traurigen Gestalten, die normalerweise dieses erbärmliche Gefährt benutzen, fährt heute hier tatsächlich der neue Papst mit. Die Stadt Rom hat sich mittlerweile auf ihren prominenten Fahrgast eingestellt. Bitte während der Fahrt nicht mit dem Pfarrer sprechen. Ansonsten wird Franziskus aber behandelt wie jeder andere auch. Habemus Fahrschein. Franziskus ist der erste Papst, der Wert darauf legt, ein einfaches Leben zu führen. Und vielleicht auch darauf, für den Klingelbeutel den einen oder anderen Groschen dazu zu verdienen. Andere Päpste schicken ihre Kammerdiener los, um Milch, Brot oder Hanuta zu kaufen. Nicht so dieser Papst. Sehen Sie das? Praktisch.
Praktisch im Alleingang erledigte das Oberhaupt der katholischen Kirche seinen wöchentlichen Einkauf. Lediglich unterstützt von seiner Frau. Was für ein schönes Bild. Von seiner Frau? Ja, ja, seiner Frau. Dennis, mal eine ganz andere Frage. Ist das überhaupt der echte Papst und sind Sie eigentlich wirklich in Rom? Bitte? Ja, ja, klar. Albern. Dennis Knossalla, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Der neue Papst. Ob er was verändern wird in der Kirche, werden wir beobachten. So. Die SPD, liebe Zuschauer, hat endlich wieder was zu feiern. Nein, sie lösen sich nicht auf. Das ist ja erst für September vorgesehen. Gefeiert wurde diese Woche 10 Jahre Agenda 2010. Yay! Ja, das klingt ungefähr so fröhlich wie 10 Jahre Darmverschluss. Aber die SPD von heute steht zur Agenda und entschuldigt sich gleichzeitig in aller Form. Selbst der Agenda-Papa meint in einem bizarren Anfall von Selbstkritik: Ich habe immer gesagt, die Agenda sind nicht die 10 Gebote und ich bin schon gar nicht Moses. Echt nicht? Siehst aber genauso alt aus. Moses Schröder, der ist die alte SPD. Die neue hat diese Woche ihr Wahlprogramm vorgestellt. Und das ist, ich weiß, es klingt jetzt total verrückt, fast schon links. Viele Börsenmakler sagen inzwischen, das ist doch nicht mehr meine SPD. Achten Sie mal auf diese Szene bei der Vorstellung des Programms. Hast du so ein Bonbon für mich? Hast du mal einen Bonbon? Ja, klar, hier. Und dann, pass mal auf, einen Bonbon will er. Und jetzt, Achtung, steckt er sich die ganze Packung ein. Ja, weißt du Bescheid? So geht nämlich Sozialismus. Ist ja wahnsinnig. Weißt du nicht, wie gefährlich das ist, dem Gabriel Essen wegzunehmen? Per Steinbrück, Sie haben es gesehen, ist neuerdings für Enteignung und für Vermögensteuer. Aus Überzeugung natürlich nicht. Er ist dafür, weil er weiß, dass links inzwischen irgendwie im Trend liegt. Deshalb habe ich keine Mühe damit, wenn gesagt wird, dass sich da eventuell die Achse dieser Republik etwas nach links verschoben hat. Verstehen Sie? Steinbrück und die SPD haben sich gar nicht bewegt. Das Land unter ihm hat sich nach links verschoben. Ne? Ja. Und wer Sie es gesehen haben, der war tierisch angeschlagen, gesundheitlich, dicke Klüsen. Ich glaube, sein Körper hat versucht, das Parteiprogramm abzustoßen. Ja. Nein. Nein. Das ist ja die große Frage. Ist ja die Frage, die sich jetzt alle stellen. Wie viel Steinbrück steckt denn in diesem Programm der SPD? Hat der überhaupt die richtigen Antworten? Was ist mit der Pflege? Was ist mit der Rente? Was ist mit bezahlbarem Wohnen? Wie ist es mit der Strompreisrechnung, die ich bekomme? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wie spät ist es? Und vor allem, wem gehören die Bonbons in meiner Tasche? Sag du's mir, Freundchen! Sag du's mir doch! Fragen über Fragen. Hör mal. Fragen kann ich selber. Eins ist aber klar, liebe Zuschauer, die Agenda hat Deutschland verändert. Die explosionsartige Ausweitung von Leih- und Zeitarbeit bestimmt inzwischen unsere Arbeitswelt. Wir schalten mal live zu Ulrich von Hesen ins Jobcenter Berlin-Neukölln. Ulrich, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Agenda 2010. Ja, was ist denn los, ihr Trantüten? Das hier ist eine Jubiläumsparty. Meine Fresse. Eine Stimmung hier in der Bude, wie in der Mittagspause bei Amazon. Ja. Ulrich, warum? Natürlich ist das schlechte Stimmung. Da ist immer schlechte Stimmung. Ulrich, warum bitte sollte den Menschen im Jobcenter nach Feiern zumute sein? Hallo? Vor 10 Jahren hat Gerd Schröder, der letzte deutsche Kanzler mit Eiern, im Alleingang die Niedriglohnbranche erfunden. Das ist die deutsche Erfolgsgeschichte. Ja, Erfolgsgeschichte. Immer mehr Arbeitsplätze für immer weniger Geld. Und jetzt alle, weil der Gerd so ein prächtiger Kerl ist, weil der Gerd so ein prächtiger Kerl ist und weil der Gerd so ein prächtiger Kerl ist.
Hat keinen Zweck. Nee. Hat keinen Zweck mit diesen Luschen. Mit diesen Luschen kann man keine vernünftige Partyschalte machen. Ulrich, selbst die SPD entschuldigt sich heute für die Folgen der Agenda-Politik. Ganz großer Fehler. Goldene Regel, nie entschuldigen. Für nichts. Man muss zu jedem Scheiß stehen, den man irgendwann mal verzapft hat. Ich zum Beispiel habe meine Frau verlassen, die von mir schwanger war. Mit Zwillingen. Ja, ja, war eine harte Zeit. Aber heute mit dem Abstand kann ich schon wieder drüber lachen. Ja. Wie lange ist denn das her? 6 Monate. Ja. Eine rührende Anekdote, Ulrich. Der Staat pumpt allein in die Callcenter-Branche 36 Millionen Aufstockerkohle im Jahr. Nur damit die Verbrecher da in Ruhe ihre Telefonsklaven ausbeuten können. Ja, mein Gott, dann gucken Sie sich die Leute doch an, die hier rumsitzen. Wo wollen Sie diese Visagen denn einsetzen, ne? Beim Fernsehen? Hey, du, hast du schon mal im Callcenter gearbeitet? Ja, ich musste, weil sonst streichen die mir 3 Monate die Stütze. Ja, ja, das ist natürlich bitter. Moment mal, die Stimme kenne ich doch. Bist du das Arschloch, das sonntags früh mal bei mir angerufen hat? Hallo, sind Sie zufrieden mit Ihrem Handyvertrag? Bist du das? Ulrich, lassen Sie den armen Mann in Ruhe. Ja, ja, sorry. Also, Vorschlag zur Güte. Wer hätte denn alles Lust, mir für 2,50 die Stunde schwarz die Terrasse zu fließen? Na? Na? Keiner? Ich muss bekloppt sein. Ich lege noch eine Autogrammkarte von Gerd Schröder oben drauf. Oh Gott. Ja. So, und jetzt singen wir alle die SPD-Hymne. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Brüder zum Leben. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Von der Feier zum Thema 10 Jahre Agenda 2010. Unsere Familienministerin. Unsere Familienministerin Christina Schröder hat diese Woche zum großen Familiengipfel geladen. Unter anderem, weil, das wissen Sie, immer noch zu wenig Kinder in Deutschland geboren werden. Ja, gekommen zum Gipfel sind dann bis zu 3 Journalisten, glaube ich, und die Kanzlerin. Es ging um die, glaube ich, um die Vereinbarkeit von Familie und, Dings. Ich glaube, irgendwas mit Zeit. Familie und Zeit. Familienzeit, Zeit für die Familie. Von der Vollzeit in die Teilzeit. Lebenszeit von der Teilzeit wieder in die Vollzeit. Familienzeitpolitik. Teilzeit. Die Elternzeit. Vollzeit. Zeit. Arbeitszeit. Zeit für die Familie. Familienbewusste Arbeitszeiten. Charta für familienbewusste Arbeitszeiten. Danke, Christina Schröder. Danke, Frau Bundeskanzlerin. Bitte! Sag mal! Teilen Sie sich das Manuskript? Ja. Ich nehme jetzt einfach mal die Zeit und frage, warum halten 2 Frauen eine Rede? In der Zeit hätte die Schröder auch locker ein zweites Kind kriegen können. In diesem offensichtlich familienfeindlichen Land. Was läuft da schief? Haben Sie in dieser Arbeitswoche schon einmal in aller Ruhe mit Ihrer Familie gesprochen? Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit, ausführlich mal mit Ihren Eltern zu telefonieren. Machen Sie hin und wieder früher Schluss im Büro, um die Tochter vom Sport abzuholen. Ja, ich hab nur Söhne, also richtige Kinder. Oder sieht Ihr Alltag eher so aus? Sie drücken sich mittags gehetzt vor dem PC ein Brötchen rein und abends bestellen Sie sich die Pizza ins Büro. Ja. Das Abholen der Kinder haben Sie schon lange outgesourced? Was? Schon wieder Freitag? Oh, scheiße. Die stehen seit Mittwoch vor der Turnhalle. Verdammt. Dann muss aber trotzdem das Handy regelmäßig gecheckt werden und E-Mails gleich beantwortet werden. Hm? Sorry, Schätzchen, hast du was gesagt? Wenn all das auf Sie zutrifft, ja, dann sind Sie ein sogenannter High-Performer. High-Performer, High-Performer. Strike, volle Punktzahl, meine Damen und Herren. Ja! Ich hab's geschafft! Ich rufe meine Eltern nicht an, ich vergesse die Kinder. Ich bin High-Performer. Ne? Gestresste High-Performer zeugen immer weniger Kinder, obwohl der Staat viel Geld ausgibt für Familienpolitik. Ein Irrsinn, meint auch Dietmar Wischmeier.
Wischmeyers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Haben Sie es gehört? Der Deutsche stirbt aus. Die faule Sau. 35-Stunden-Woche und 6 Wochen Jahresurlaub reichen anscheinend nicht aus, um Mutti mal einen Braten in die Röhre zu schieben. 200 Milliarden Euro haut dieses Land jedes Jahr für Familienpolitik raus. Von dem Geld hätten wir früher 3 Angriffskriege geführt. Die deutsche Nachzucht ist total im Arsch. Die Aussicht auf ein frisch gezapftes Blach, das schreit, nervt und nach Kacke müffelt, lockt schon lange kein gebärfähiges Weib mehr von der Zalando-Webseite fort. Bei so wenig Krippenplätzen sagt sich das Akademikerweibchen doch auch, in meinen Bauch kommen nur Yakult und Actimel. Selbst Stützewummen kalbt nicht mehr regelmäßig ab. Währenddessen vermehren sich die Franzosen wie die Karnickel, obwohl sich Madame Fatale jenseits des Rheins häufig nicht mal mehr die Beine rasiert. Wenn wenigstens unser Staat sich nach dem Kreisen des kleinen Scheißers annehme, für junge Seehunde gibt es Auffangstationen. Und die kleinen Menschenheuler müssen sich Privatleute kümmern. Skandal. Fällt Fräulein Schröder mal allmählich was dazu ein? Nur eine bescheuerte Kampagne für den gepflegten Koitus. Das Dritte geht auf uns. Deckprämie jetzt und just do it. Als Belohnung gibt's das Mutterkreuz oder den VW Golf Family Edition. Fruchtet selbst das nicht in Germania-Schoß, dann sterben wir Deutschen eben aus. Na und? Wird die Welt ein Volk vermissen, das öfter die Terrasse kerchert als die eigene Frau? Ja, nein. Einfach ohne Theater aus der Weltgeschichte verschwinden, wie die Mayas damals. Ich fange schon mal an. Tschüss. Wischmeyers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Dietmar Wischmeyer, die letzte Stimme der familienpolitischen Vernunft in diesem Land. So, jetzt wird's interessant. Bundesparteitag der FDP in Berlin. Und eigentlich... Was? Naja, und eigentlich sollte das da in Berlin ja der offizielle Philipp Rösler Absägeparteitag werden. Soweit der Plan. Tatsächlich war es dann aber sowas wie eine Krönungsmesse. Ja, Rösler ist regelrecht gefeiert worden. Und hat, so heißt es zumindest, seine bislang beste Rede gehalten. Machen wir uns bitte nichts vor. Der Typ hat den Saal gerockt. Das sind alles gute Botschaften für eine liberale Partei. Es sind unsere Botschaften. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass unsere Botschaften noch viel stärker Gehör finden könnten in der Öffentlichkeit. Dann lass die Pausen weg! Mann! Ja. Aber es stimmt schon, es war seine bislang beste Rede. Und sein letzter überlebender Kritiker, Dirk Niebel, ist bei der Wahl zum Präsidium der FDP krachend durchgefallen. Ne? Tja, Dirki Baby, da hast du dich wohl mit dem Falschen angelegt. Er war politisch tot. Mächtige Feinde mit sehr albernen Mützen hatten ihn schon begraben, aber nicht tief genug. Jetzt ist er wieder da und er will nur eins, Rache. Philipp Rösler in Kill Phil. No more Mr. Nice Guy. Wir machen keine Kuschelpolitik. Wir tanzen nicht im Kirschblütenregen. Kill Phil. Seine Gegner sind aber sowas von am Arsch. Wenn man kämpft, kann man verlieren. Aber wenn man nicht kämpft, hat man gleich verloren. Doch Niebel hast du. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn? Nein, das ist die FDP. Kill Phil, der härteste Film seit Bambi. Jetzt im Kino. Läuft aber, glaube ich, nur vormittags, wegen des geringen Interesses. So, das war der Parteichef. Dann kam natürlich noch der Spitzenkandidat dran. Rainer Brüderle hat auf dem Parteitag, ich glaube, fast 1,5 Stunden am Stück geredet. Erst noch für seine Verhältnisse relativ ruhig, vom Blatt gelesen. Ist klar, er ist ja auch noch leicht angeschlagen wegen der Hotelbar-Geschichte. Aber dann, gegen Ende der Rede, Vollgas.
Wir haben seit Jahrzehnten für die Freiheit gekämpft. Wir haben Deutschland schon geprägt. Wir überlassen nicht diesen Fuzzis, diesen fehlprogrammierten Typen unser Land. Dafür kämpfen wir jeden Tag, jede Stunde bis zum 2. September. Auf den Kampf! Keine Gefangenen! Ja. Schreien, immer ein guter rhetorischer Kniff. Denn wer schreit, hat recht, meine Damen und Herren. Jetzt aber die eigentliche Sensation. Auch die FDP diskutiert über Lohnuntergrenzen. Also klar, sie würden sie nie einführen, aber ich sag mal, diskutieren kostet ja nichts. Ne? Und selbst der Rainer ist neuerdings so eine Art Kapitalismuskritiker, wenn ich das Folgende richtig verstanden habe. Es droht die soziale Marktwirtschaft zu einer Art Kapitalismus der Trickser zu werden. Das war das Wort. Soziale Markt für Soasinusoasa. Dazu gab es dann übrigens noch eine berechtigte Rückfrage aus dem Plenum. Wie viele Personen, die heute im Saal sind, haben Trinkwasser getrunken? Keine Ahnung, ich weiß nur, wer keins getrunken hat, meine Damen und Herren. So, ich frage mal unsere Expertin für ältere Herren mit Wortfindungsstörungen, Birte Schneider. Birte, ist Brüderle schon wieder ganz der Alte? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Was? Wieso denn? Was denn? Dass Sie hier stumpf das übliche Heute-Show-Standardprogramm abfahren? Der Rösler lässt Pausen, der Brüderle, der nuschelt so lustig. Hihihi, ich mach Pipi vor Lachen. Wie oft denn noch? Hallo, die Leute lieben das, das ist Comedy Gold, oder? Ja. Lassen Sie die Leute ruhig ausjubeln. Redundant, aber erfolgreich. Nee, 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 nee. Sie nehmen doch in dieser Show seit Jahren von billigen FDP-Gags. So sieht's doch aus, oder? Wissen Sie was? Wissen Sie was? Wir machen das Prinzip heute mal andersrum und finden alles super. Herzlich willkommen zu FDP-TV. Was? Moment! Wie sehe ich denn aus? Wie ein Vollidiot. Steht Ihnen aber. Hier ist Ihr Text. Scheiße. Der Parteitag der coolsten Partei, ich kann das nicht. Die sind doch gar nicht cool. Ha, haben Sie eine Ahnung? Und wie cool die sind. Deutschland ist das coolste Land der Welt. Ich glaube, man hat coole Typen gewählt. Das coolste Land der Welt. Wir haben den coolsten Parteivorsitzenden in Deutschland. Der Welt. Nee, habt ihr nicht. Entschuldigung, FDP-TV hin oder her, aber im Leben muss man sich grundsätzlich entscheiden. Entweder man ist cool oder man ist in der FDP. Beides geht nicht. Entschuldigung. Ne? Ich behaupte, ach, das ist ja FDP-TV. Entschuldigung, ich kann das nicht. Die FDP gut finden. Cool. Ich behaupte, wenn Clint Eastwood in der FDP wäre, ja, dann wäre selbst der nicht mehr cool. Ja. Wer braucht denn Clint Eastwood? Die FDP hat Rudi Rentschler, den King of Cool, die deutsche Stimme der Drohne Willi, den Verteidiger der Toleranz. In unserer Partei sind viele willkommen, sind willkommen Atheisten, sind willkommen Ausländer, Christen, ja sogar Frauen sind willkommen. Was hat der Zwerg da gerade gesagt? Ja, Sie haben richtig gehört, Oliver. Sogar Frauen sind willkommen. Verrückt. Schon irre, wie sich diese Partei öffnet. Und auch die völlig konstruierte Sexismusdebatte um Rainer Brüderle wurde offiziell beendet, damit endlich Schluss ist mit doofen Sexwitzen und versauten Anspielungen. Und Rainer hat sich nochmals, ich sage das hier ausdrücklich, bei allen Menschen in Deutschland
einen enormen Respekt erarbeitet für seine Kämpfernatur, für seine Fähigkeit zu stehen. Stehen. Ich glaube, er hat die Formulierung gut gemeint. Glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Ja, ja. Und ja, die Liberalen haben keine Themen mehr, seit keiner mehr Steuersenkungen will. Aber dafür wissen sie genau, wogegen sie sind. Wir lehnen die Entfernung von Körperbehaarung ab. Was ist denn mit dem Lindner los? Ich dachte, der hat noch gar keine Körperbehaarung. Mein Gott, der redet natürlich von den Grünen. Die FDP warnt zu Recht vor dem Heraufziehen einer grünen DDR. Einer ökofaschistischen Diktatur, in der alles verboten ist, was Liberalen Spaß macht. Nein. Gentechnik, verboten. Neue Küche, verboten. Neues Badezimmer, verboten. Eigentlich wollen die Grünen doch über uns alle bestimmen, über unser Privatleben, und zwar mit Haut und Haaren. Früher kam der Obrigkeitsstaat mit Pickelmütze, heute kommt er auf Birkenstock-Sandalen angeschlichen. Ja! Nieder! Nieder mit den Birkenstock-Nazis! Nieder! Nieder mit den Birkenstock-Nazis, genau. Moment mal, heißt es nicht Pickelhaube? Nein! Pickelmütze. So. Hier aufsetzen. Och nö. Wirklich. Warum gibt's eigentlich keine Pickelmützen in meiner Größe? Und ich dachte, man kann nicht noch scheiße aussehen. Jetzt mal wirklich. Ich hab, ehrlich jetzt, Birte, ich hab keine Lust mehr auf FDP-TV. Können wir nicht einfach wie früher Brüderle mit Untertiteln zeigen und Feierabend? Ruhe, wir ziehen das jetzt durch. Meine Damen und Herren, auf vielfachen Wunsch noch einmal vom Parteitag der coolsten Partei der Welt die schönsten Kunstpausen von Philipp Rösler. Ganz genau. So ist das. Das war wunder schön. Birte Schneider, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Und letzten Mal FDP-TV. So, und nicht nur Rudi Rentschler, auch unser Kollege Lutz van der Horst ist, da tue ich ihm, glaube ich, nicht unrecht, inzwischen sowas wie ein inoffizielles FDP-Maskottchen. Ein Parteitag ohne van der Horst, schlicht undenkbar. Bankerboni einschränken, Frauen stärken, Mindestlohn. Die FDP wird immer linker und ist auf einem schrecklichen Irrweg. Um an alte Erfolge anzuknüpfen, müssen neue Slogans her. Der hier zum Beispiel. Links und rechts nicht unterscheiden kann, der kann was erleben, Mann, oh Mann, oh Mann. Switch dir mal weiter nach links. Können Sie mir denn als Gesundheitsminister garantieren, ich bin Privatpatient, dass ich im Wartezimmer nicht mit irgendwelchen Asozialen sitzen muss? Sie sitzen nur mit Gleichgesinnten, die sind ja auch krank, wenn sie zum Arzt gehen. Und da haben sie alle das gleiche Schicksal. Die FDP wird ja immer mehr links. Jetzt irgendwie hat man den Eindruck, oder? Naja, das kann man so nicht sagen. Ich gehe gleich nach rechts. Also wir sitzen rechts hier. Ich finde, die FDP verwässert immer mehr. Das ist doch Mist. Das ist ja wie bei einer Weinschorle. Wir machen das wie ihr. Wir machen es gut. Wer ist denn eigentlich gerade unbeliebter bei Ihnen? Niebel oder die Heute-Show? Ich gucke gerne die Heute-Show. Nur manchmal schaffe ich es gar nicht. Dann versuche ich es aufzunehmen. Eine super Sache. Also die Heute-Show ist beliebter als Dirk Niebel? Dirk Niebel, ja, das ist normal. Herr Niebel, wäre es sinnvoll, die FDP aufzuspalten, und zwar in die FDP und Dirk Niebel? Nein, das ist keine gute Idee, da bin ich zu alleine. Dirk Niebel ist in der FDP so beliebt wie A, eine Fischvergiftung, oder B, Antwort A. Jetzt sollen ja wieder mehr Frauen in die FDP. War das Ihre Idee oder die von Brüderle?
Wir haben gemeinsam die Idee, wir sind eine Partei, die sehr, sehr attraktiv auch für Frauen ist. Also ich finde Kubicki ist ganz geil. Kubicki ist ein toller. Lindner? Ja. Wir haben tolle Männer. Wir haben es auch schon mal geküsst, wissen Sie das noch? Kommen Sie her. Ich habe sie auf die Wange geküsst, wir haben es nicht geküsst. Also, jetzt machen Sie es nicht so klein, für mich war es ein ganz großer Moment. Ja, für mich auch. Die FDP steckt ja immer noch ein bisschen im Umfragetief. Wer glauben Sie, ist denn schuld daran? Ist es der Vorsitzende? Ist es der Wirtschaftsminister? Oder ist es der Fipsi? Oh, Entschuldigung. Dann Oliver Holpe. Ach so. Ich habe jetzt schon aufgerufen zur Rede. Ach so. Also, aber schuld sind die Fehler der Vergangenheit. Alles klar, jetzt aber schnell auf. Herr Westerwelle, kommen Sie zurück zur FDP. Die Partei muss wieder kalt und herzlos werden. Wir brauchen Sie. Und mich erwähnen. Denken Sie dran, mich erwähnen in der Rede. Van der Horst, Lutz Van der Horst. Ganz wichtig. Also Sie haben mich gerade in dem Gespräch erwischt mit der Heute-Schau, und zwar Ludwig Van der Horst. Ich habe gesagt, ich erwähne ihn, wenn er mich auch bringt. Also jetzt. Wenn es ganz schlecht läuft, würden Sie ins Dschungelcamp gehen? Nein. Auf keinen Fall. Ich bin doch in der FDP. Sie finden ja auch, dass Minderheiten in Deutschland unter einem besonderen Schutz stehen sollten, ne? Ich ahne schon fast die Pointe, auf die Sie hinaus wollen, aber sagen Sie trotzdem. Warum kümmern Sie sich nicht um die Minderheiten der Reichen und der Privilegierten? Ha, ha, ha. Die FDP wird nicht nur immer linker, sie ist total am Ende. Bester Beweis, sogar Dirk Niebel redet mit der Heute-Show. Olli, das haben wir bloß falsch gemacht. Aber wir sind deswegen auch wieder stärker geworden. Ludwig van der Horst, meine Damen und Herren, stellt die richtigen Fragen. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich habe keinen Bock mehr, mich umzuziehen. Ich lasse das jetzt an. Anderes Thema. Der Berliner Großflughafen ist gerettet, denn Hartmut Medorn sitzt seit Montag auf dem Chefsessel. Und warum sitzt er da? Weil er verdammt noch mal der beste Mann für den Job ist. Ja, warum denn wohl sonst? Ist er wirklich der Richtige? Naja, man hat nicht allzu viele Alternativen. Viele andere standen nicht mehr zur Verfügung. Der letzte Strohhalm, den die Gesellschafter vielleicht finden können. Und das zweite, wenn nicht dritte Wahl. Wer will sich dieses Projekt denn noch ans Bein binden? Diverse qualifizierte Bewerber hatten in den letzten Wochen abgewunken. Für ihn spricht allerdings, er ist 70 Jahre alt. Ja, natürlich. Völlig richtig. Findet man 70-Jährigen, der Bock hat, eine 500.000 zu verdienen. Und Medorn wäre nicht Medorn, wenn er nicht gleich am ersten Arbeitstag einen echten Burner rausgehauen hätte. Kurze Info, das Bundesverwaltungsgericht erlaubt den Großflughafen nur, wenn Tegel dafür dicht gemacht wird. Das weiß jeder. Außer Hartmut Medorn. Und jetzt achten Sie mal nach Medorns coolem Vorschlag auf das Gesicht von Matthias Platzek, wie der sich freut. Muss man eigentlich Tegel wirklich schließen oder kann man nicht die Last so ein bisschen gleich auf die Stadt verteilen? Könnten wir sagen, dass Charterflüge da in Tegel bleiben. Punkt. Was wäre daran so schlimm? Ist nicht so viel, fliegen die nachts. Oder noch eine Idee, wir landen auf dem Potsdamer Platz. Was wäre denn daran so schlimm? Ne? Und wo die Idee herkommt, da liegen noch 1000 mehr Freunde. In jeder normalen Firma hätte man jetzt gesagt, danke, das war Ihre Probezeit. Ne? Platzek muss hier noch Verständnis heucheln. Und das sehen wir aber, denke ich, Herrn Medorn, der jetzt genau 7 Stunden oder 8 Stunden im Amt ist, noch nach, dass er das noch nicht alles übersehen kann. Nein, komm, das sehen wir Opa nach. Natürlich. Ja. Na. Ja. Komm. Der ist 70. Dafür war die Idee gar nicht so schlecht, ne? Und Medorn dann so, warte mal, Platzek, was hältst du denn hiervon? Was hältst du denn hiervon? Solange der Flughafen noch nicht läuft, brechen wir hier einfach die Flügel ab und nennen das Ganze Bus. Bröm, bröm, bröm. Und das war nur sein erster Arbeitstag, ne? Der sitzt ja erst seit Montag im Flughafenbüro an seinem Schreibtisch. Der übrigens noch nicht ganz fertig ist, meine Damen und Herren. Logisch. Genau wie die Deckenleuchte. Und natürlich der Stuhl. 40.000 Mängel gibt es neuerdings angeblich auf der Flughafenbaustelle. Gut, wenn man Medorn mitrechnet, sind es seit dieser Woche sogar 40.001 Mängel, meine Damen und Herren. Aber manche Dinge funktionieren schon astrein.
neuestes Highlight im wahrsten Sinne des Wortes. An dem Scheinflughafen brennt Tag und Nacht die komplette Festbeleuchtung. Und zwar nur deshalb, weil keiner einen Schalter findet, um es auszuschalten. Chef! Chef, wir haben aus Versehen den Lichtschalter übertapeziert. Macht nichts, lass mal brennen. Genau wie unser Studiolicht hier, denn das war die Heute-Show. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Jetzt kommt Aspekte. Schönen Abend.